Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Darksiders 3. Ach, ich bin so genervt. Ich bin so genervt davon. Ja. Ich habe mir halt echt überlegt, dass wir scheinbar uns viel mehr Zeit lassen müssen. Also vorsichtig vorgehen und. So, da müssen wir dann. Den würde ich noch gern platt machen. Da sind ja auch noch welche. Ja, okay. Wenn wir jetzt mal sterben sollten, müssen wir mal drauf achten. Ich glaube, ich riskiere es sogar mal, dass wir drauf gehen, weil ich würde gerne was herausfinden. Aber wie so oft wird das nicht so einfach funktionieren. Ich bin noch mal zurück, glaube ich. Genau wegen solchen Sachen. Ich dachte gerade, da steht einer und betet an. So, also wie gesagt, ich riskiere es jetzt mal drauf zu kommen. Wir müssen aber unten die 165 plus 50 wahrscheinlich. 115, glaube ich. 215 meine ich. Und wenn wir die jetzt wiederholen, würde mich interessieren, ob wir was abgegeben haben. Also was verloren haben. Oder ob es genau die gleiche Menge ist. Denn dann wäre es ja eigentlich schlau. Mal so ein bisschen zu. Wie nennt man das? Griefing? Heißt das Griefing oder Grinding? Ne, ich glaube, Grinden ist das falsche Wort, oder? Auf jeden Fall, dass ich vielleicht zwischen den Folgen einfach mal ein bisschen Dark Souls-like immer wieder die platt mache und ja, gucke. Moment, falsche Richtung. Sorry. Ich warte, aber auch falsche Richtung. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Ah ne, die 50 habe ich jetzt sogar noch, weil ich sie im Tod bekomme. Okay. Also 165. Das heißt, wir müssen aber bei 215 ungefähr liegen. Wenn ich das jetzt richtig habe. So. Nein, wir verlieren keine Seelen. Oh, wie gut. Das Problem ist, ich kann das natürlich nicht in den in der Aufnahme machen. Das wäre ein bisschen. So, jetzt sind wir wieder tot. Was jetzt nicht unbedingt geplant war. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Also, wir könnten jetzt echt eine Folge damit durchziehen. Wäre echt ein bisschen scheiße eigentlich, aber. Und dann würde ich zwischen der nächsten Folge einfach das ein bisschen machen. Ich weiß mich sonst echt nicht, wie wir das. Oh, das wird echt eine unangenehme Sache, ne? Wird nicht schön.
Sorry, Gumpel. Zumindest kann ich das so lange durchziehen, wie ich Heilung habe. Ja, doch, theoretisch ist das gar nicht mal so. Na, ich weiß auch nicht so genau. Also, ich würde es auf jeden Fall zwischen den Folgen machen. Glaube ich. Aber jetzt ist es halt irgendwie ein bisschen blöd. Aber wir gucken nochmal. Gucken wir uns die Gegend hier nochmal an. Wow. Okay, und ein bisschen das Kämpfen an sich üben. Jetzt unsere Seelen aufgesammelt, weil das wäre ja eigentlich interessant zu wissen. War 780, da gehe ich mal von aus. Ne, ich will jetzt nicht krabbeln. Gespannt, wie weit wir zurückgehen können. Oh, das sieht ja toll aus. Jetzt haben wir schon wieder 1000 Punkte. Das ist schon fast wieder ein Level. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wohlcreme gerade frisst, aber. Sei gegrüßt. Das wird uns beiden Spaß machen. Wie ja, du ein bisschen was fehlt. Leb wohl vorerst. Oh. Kommst du hier eigentlich rein? Sein Lebensbalken, Kumpel. Hat er mich gerade. Ist der gerade explodiert oder hat mich dabei gekillt? Hm. Interessant. Jetzt dieses, ich nenne es jetzt mal Griefing. Heißt das Griefing? Ich bin mir echt unsicher, aber damit bin ich jetzt. Das schlägt jetzt echt irgendwie so eine Welle in meinen Zeitplan. Ah! Sei gegrüßt. Das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst. Das cool, die können wir auch eben. Wie du willst. Gesundheit. Ich würde sogar echt auf die Stärke nochmal gehen. Ach ja, gedrückt.
Und wir könnten es nochmal gegen den Großen versuchen. Also gegen diesen brennenden Wächter. Der hier auf uns. Schon wieder so viele Seelen. Die würde ich auch eben mal schnell verfüttern gehen. Ich glaube, wir müssen echt so vorgehen. So wie in Darksiders 2 funktioniert das hier nicht. Hä, warum haust du denn jetzt ab, Vogel? Sei gegrüßt. Das wird, wie du willst. Bitte. Lass dir Zeit. Ich könnte theoretisch auch wieder zurück und mich wieder durchschnetzeln. Wie du willst, leb wohl vorerst. Ich meine, gegen den, ja, Chance hatten wir jetzt nicht unbedingt, aber wir waren jetzt auch nicht so schlecht. Oh Mann! Oh, oh, wir haben ihn besiegt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Trophäe erhalten, einer der Auserwählten. Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt! Das Sekret kann durch seine Schlagmagie unglaubliche Kräfte einer Waffenverbesserung freisetzen. Utan wird sich das ansehen wollen. Alter! Toll, keine Seelen, ey. Ist ja nicht so, dass ich die brauchen würde oder so. Wir haben ihn besiegt. Ich bin gerade ein bisschen happy, ehrlich gesagt. Was wir eigentlich wirklich mal machen könnten, ist wirklich mal zu diesem Uta hinzureisen. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Entschuldigung. Ah, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob es einen Baum gibt. Naja, egal, dann schnetzeln wir uns da auch nochmal durch. Ist ja kein Ding eigentlich, weil wir brauchen die Seelen so oder so. So ganz ohne Heilung ist aber auch nicht gut. Kriegen wir aber noch nicht kaputt.
Ja, nicht viele Seelen, aber wir brauchen wirklich alles, was wir kriegen können. Ja. Wer denn hier? Was das hier bringt, das wüsste ich auch mal gerne. Naja, die sind jetzt nicht mehr so ein krasses Thema. Ich glaube, ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Ey! Okay, bringt mir nichts. Also wir werden hier später auf jeden Fall nochmal hin müssen, zu den ganzen Orten, glaube ich. Da ist wieder der Große. So, und wir kommen ja jetzt hier durch. Dämonenartefakt. Was kann dieses Dämonenartefakt? Nicht hier richtig? Dieses Artefakt ist in Dunkelheit gehüllt und lässt die Schreie verfluchter Seelen erkennen. Ein Dämonenartefakt kann genutzt werden, um. Alles klar. Nein, noch nicht jetzt! Wir sind, glaube ich, dann da durchgegangen. Und wahrscheinlich finden wir jetzt hier noch einen Menschen.
Oh wow, wo sind wir jetzt? Uah. Ah, so einer. Das freut mir. Und hier ist auch noch was. Und jetzt müssen wir hier runterspringen. Was Unsichtbares wäre. Nein, und tot. Verdammt. Echt hier wieder? Na gut, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich laufe jetzt bis zu dieser Stelle nochmal hin, wo wir gerade gestorben sind. Und dann da machen wir dann weiter. Dann bis nachher.